Und die Frage, die sich stellt, heißt, was ist wirklich? Wir kriegen plötzlich eine Wirklichkeit, die wir gewohnt sind, unter den Füßen weggezogen. Das nennt man Wirklichkeitsverlust. Wenn man sich den Verlauf am Anfang des Jahres anguckt, dann war das ja eine ganze lange Zeit ziemlich weit weg, das Geschehen. Und viele haben auch gedacht, das erreicht uns nicht. Angst halt, dass sich irgendjemand infiziert in meinem Kreis, halt der das dann nicht überlebt. Ich habe Angst um meinen Vater, der ist jetzt schon über 80 und ist auch allein. Und ich habe Angst, dass ich dann irgendwann mal einen Anruf bekomme, halt, dass er vielleicht nicht mehr ist. Also da sind schon ein paar Ängste da. Ja. Ich versuche das aber immer in Gottes Hand zu geben und zu sagen, okay, er wird uns auf uns denn schon gut aufpassen. Ja, Corona-Zeit. Und da wissen, sagen ja auch viele Ärzte, dass man gar nicht weiß, welche Folgeschäden eigentlich da bleiben. Das heißt, nicht jeder, der sich infiziert, ist auch sein Leben lang dann gesund. Man weiß es nicht, weder für die Lunge noch für andere Gefäße. Ich habe Unwohlsein, ich habe keine Angst, aber es bedrückt mich und ich frage mich natürlich, in welcher Gesellschaft wir dann irgendwann aufwachen, wenn das Ganze um ist. Ich frage mich, wie sich das auswirkt, wie sich das auch auf die Generation, die gerade damit aufwächst, dass der andere Mensch jetzt potenziell erstmal eine Bedrohung sein kann, wie sich das auswirkt. Das macht mir Sorge. Es gibt Sachen beruflich, die jetzt auf Halde liegen, die sehr schwer zu bearbeiten sind. Große Dossiers, wo man mit vielen Leuten eigentlich am besten zusammensitzt und gemeinsam an etwas arbeitet. Das geht mit einem Webinar, aber es ist nicht dasselbe. Die Begegnung mit Menschen ist durch nichts zu ersetzen. Ich tue mich schwer mit dem Begriff systemrelevant. Ich weiß, was damit gemeint ist. Ich glaube, es soll im Moment auch eine Form von Anerkennung zum Ausdruck bringen für die Beschäftigten in den jeweiligen Bereichen. Das kann ich nachvollziehen. Ich glaube aber, dass wir dabei einen Nebeneffekt erzielen, der nicht gewünscht ist. Ich treffe ganz viele Leute, die nach allgemeiner Definition gerade nicht systemrelevant sind. Die sitzen zu Hause, sind in Kurzarbeit beziehungsweise haben gar keine Beschäftigung. Und manche von denen stellen sich schon die Frage, gehe ich meiner Arbeit eigentlich nur zum Spaß nach? Also was heißt denn das eigentlich, dass im Moment über Systemrelevanz geredet wird und ich sitze zu Hause? Was bedeutet das für die Wertigkeit meiner Arbeit? Es wirft einen so ein bisschen wieder auf sich selbst zurück. Das finde ich sehr wohltuend. Die eigene Unentbehrlichkeit wird in Frage gestellt. Und ob das wirklich alles so sein muss, wie wir das in unserem Alltag machen, dieses Nonstop, eins am anderen getaktet. Jetzt habe ich auch manchmal 7 Stunden Videokonferenz am Tag, aber es ist anders vom Erleben. Ich finde tatsächlich positiv zu sehen, dass eine große Mehrheit von Menschen anfängt, sich über unser Zusammenleben Gedanken zu machen. Ich glaube, es ist zu früh
abzuschätzen, welche Dynamik das annimmt und ob daraus am Ende mehr Gemeinschaftssinn oder mehr Egoismus wird. Beides sind mögliche Szenarien. Aber dass wir überhaupt, dass eine erhebliche Zahl von Menschen sich Gedanken macht über mehr als die eigenen vier Wände und die eigene Nasenspitze, ist etwas, worauf man aufbauen wird können in den nächsten Wochen und Monaten. Und natürlich gibt es Leute, die sich Sorgen machen um die Grundrechte und all diese Dinge. Und das ist auch gut so. Und das soll auch so. Für mich ist der große Unterschied, wenn man dann eben zu einer Demonstration geht, vielleicht aus einem guten Gedanken heraus und sagt, okay, Grundrechte sind sehr wichtig, Freiheitsrechte sind sehr wichtig. Und dann trifft man da aber eben auf Leute, die einen Judenstern tragen oder auf Leute, die irgendwie sofort Lügenpresse schreien. Dann würde ich mir schon mal überlegen, ob das der richtige Ort für mich ist. Wir sollten gerade in einem Land wie Deutschland eben die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass wir eben mit möglichst minimalem Schaden hier durchkommen. Also ich vermisse am meisten meine Freundin in Kiel. Da ist immer noch die große Frage, wie wir uns begegnen, wie wir uns besuchen. Da ist so mein Herz. Ich würde gerne wieder an die Nordsee, an die Ostsee. Ich wünsche mir einfach wieder frische Seeluft zu atmen und meine Kinder und meine Familie in den Arm zu halten. Ich vermisse am meisten gerade meine Eltern. Die wohnen nicht allzu weit von uns weg und die vermissen auch ganz schrecklich ihr kleines Enkelkind. Und ich finde es ganz, ganz schade, dass die beiden oder die drei sich jetzt gerade nicht sehen können. Und darauf freue ich mich tatsächlich am meisten, wenn wir uns irgendwann, wenn wir wieder ein bisschen mehr Kontakt haben können alle. Ich vermisse dieses Überraschtwerden, und zwar dieses physische Überraschtwerden. Also mir geht das tatsächlich häufig im Theater oder im Konzert so, dass ich da sitze oder stehe und mit etwas konfrontiert werde, an das ich vorher gar nicht gedacht habe. Und das passiert mir sozusagen in der Unmittelbarkeit dieser physischen Kulturerlebnisse nochmal in einer anderen Art und Weise. Und diesen Moment, der einen so völlig aus dem Off trifft und einem eine veränderte Perspektive ermöglicht, die vermisse ich schon wahnsinnig. Und dann vor allen Dingen natürlich das Gespräch danach mit Leuten zusammenzustehen und darüber zu sprechen und das zu teilen und das auch einfach in dem Gewusel eines vollen Raums zu machen. Das ist schon etwas, wo mir erst jetzt bewusst wird, wie wichtig mir das ist. Ich glaube, das war mir vorher gar nicht so bewusst. Aber das ist schon ein Punkt, auf den ich mich wahnsinnig freue, wenn das wieder geht. Was vermisse ich am meisten? Ach, ich vermisse es wirklich, durch die Straßen zu ziehen. Das vermisse ich. Dass diese Energie der Stadt, die einem so wahnsinnig viel gibt und die so wahnsinnig aufregend ist, die fehlt. Ich vermisse eigentlich das Soziale, den Austausch mit Freunden. Menschen. Der Job des Journalisten, also privat wie geschäftlich sozusagen. Also als Journalist trifft man ja normalerweise sehr, sehr viele Menschen und ist sehr viel von Menschen umgeben und geht mal in den Bundestag und geht irgendwie Mittagessen, Kaffee trinken, sonstige Dinge. Und all das fehlt und das kann man übers Telefon nicht nachmachen. Ich sehe, das Positive ist wirklich, dass die Menschen halt einander helfen, dass sie rücksichtsvoller miteinander umgehen, dass man mehr Zeit hat, Dinge zu erledigen, dass das Hetzen endlich aufhört. Man war ja schon sehr busy und sehr stressig. Viele haben mich immer gefragt, warum brauchst du so lange und geht das nicht ein bisschen schneller? Und jetzt hat man einfach mal die Zeit, halt das mit einer gewissen Konzentration und mit einer gewissen Ruhe abzuarbeiten. Und das gefällt mir sehr gut.
Ich habe viele Dinge ausprobiert, die ich vorher noch nie gemacht habe. Das sind auch sicherlich Erfahrungen, die man mitnimmt, auch in der Zeit nach Corona, von denen man dann auch sicherlich weiterhin Gebrauch machen kann. Also meine Hoffnung in die Menschheit, die hat sich eher noch verstärkt. Hier finde ich sehr positiv, dass es, glaube ich, schon viele gibt, die einfach jetzt erstmal an das Land denken, an die Menschen denken und so schlau sind, dass es jetzt auch nicht gut ankommt von Politikern, wenn sie nur parteipolitisch sich äußern jeden Tag. Ja, man sieht jetzt, wenn es wirklich ans Existenzielle geht, wer ist dann wichtig? Und das fand ich sehr schön, dass die Angela Merkel das hervorgehoben hat in ihrer Ansprache. Ich fand es wunderschön bei der Queen. Das habe ich mir auch angeschaut als halbe Britin. Aber dass es generell jetzt Wertschätzung gibt für die Pflegekräfte, für die Menschen, die unseren Müll auch jetzt noch mitnehmen, für diejenigen, die im Supermarkt an der Kasse stehen oder die Regale füllen. Das ist sehr, sehr wichtig. Dass wir als bisschen technophobes Deutschland zumindest mit der Digitalisierung jetzt vorankommen in dieser Krise. Und ich freue mich total, dass das, was von vielen so ein bisschen als amateurhaft wahrgenommen wurde, dass nämlich wir hier YouTube-Videos produzieren von zu Hause aus in einem Team, remote, ohne Büro. Wir sitzen alle in verschiedenen Städten, dass das jetzt genau unser Vorteil ist. Ich habe gelernt, wie viel Menschen aushalten können. Wie schnell man sich an Dinge gewöhnen kann, finde ich immer wieder erstaunlich. Also es gibt so Gewöhnungseffekte, die ich nicht erwartet hätte. Ich war heute das erste Mal wieder länger draußen für ein Interview. Und wie komisch es dann ist, wieder raus zu müssen und sich wieder entsprechend anzuziehen und so, das ist dann doch interessant. Durch den Tag hilft mir dann eigentlich so der Sonnenschein, den wir im Augenblick haben, weil es ist nicht allzu dunkel, trägt auch zur guten Laune mit bei. Und ja, ich versuche mich immer abzulenken. Ablenkung ist dann das Wesentliche. Also ich versuche mich auf andere Sachen zu konzentrieren und meine Gedanken so zu lenken, dass ich mich nicht mit dem Thema so häufig auseinandersetze. Für mich ist das Lernen ein wenig auch Gelassenheit zu entwickeln. Obwohl das so schwierig ist, obwohl die Herausforderungen so groß sind, Gelassenheit dahingehend zu entwickeln und zu sehen, dass Veränderung und Innovation die Rückseite von dieser grässlichen Plakette Corona sind. Und das, finde ich, ist auch eine Chance. Ich mache mir Sorgen um das, was danach kommt. Man wünscht sich das immer im Krisenverlauf, aber wir werden danach eine neue Normalität, wie es jetzt heißt, haben. Darin kann eine Chance bestehen, weil man ja durchaus auch das eine oder andere in der alten Normalität sieht, was vielleicht auch an sein Ende gekommen ist in den unterliegenden Prämissen. Insofern können wir vielleicht auch ein paar neue Verabredungen für unsere Gesellschaft treffen. Ich wäre dabei. Hoffe ich, auch wenn wir alle wissen, das wird noch eine Zeit lang dauern, aber da hoffe ich, dass wir bald wieder irgendwie unser Leben wiederbekommen im Sinne von, man kann sich treffen, man kann sich sehen, in die Augen gucken, miteinander reden, einen schönen Abend miteinander haben.